habe einen Kamillenauszug hergestellt. Also der ist, hat so ein bisschen die Farbe von Pipi. Der ist relativ wertvoll, weil halt Kamille drin ist. Da ist manchmal schwer ranzukommen. Und so einen Alkoholauszug darf nicht jeder herstellen, weil das Alkohol, was da drin ist, auch ein Gift ist. So. Beim Abfüllen hätte es jetzt ein bisschen Driss genau, deshalb habe ich hier eine Feinwaage. Digitalwaage auf 0,01 Gramm genau. Was ist das? Joss MR1. Ja, kenne ich. Habe ich auch schon mal mit gewogen. Diamanten. So. Also nicht mit der konkret, aber mit diesem Modell. Daher weiß ich, dass die sehr genau sind. So. Wichtig bei dem Ding, immer erst anschalten, dann geht das auf Null. Dann stellt man da was drauf und die Flasche wiegt so viel wie eben. Und dann kommt der Trichter da rein. So. Dann kann man es auf Null stellen. So, und da kommen jetzt 50 Gramm rein, dass ich auf eine Spritze nicht genau dosieren kann. Das wären nicht ganz 50 Gramm. Das Aceton, was da verwendet wird. So, dann nehmen wir da. Und dann kommt hier so ein Deckel drauf. So, und wenn ich jetzt fest genug zugedreht habe, dann geht das hier auf. Kann man damit dosieren, weil da das Ding drin stecken bleibt. Sehr schön. Sprengen ist keiner dabei. So, nächstes. Zack. Bleibt doch, geht. So. Werkzeug aus Remscheid, der berühmte Mannsmann-Trichter. So ist wieder auf Null, sehr schön. Jetzt müssen wir möglichst nah an die 35 Gramm rankommen.
So, jetzt sind wir bei 32. Jetzt kann man wirklich gut die Spitze nehmen. Knapp über 35, sehr gut. So, 0 Gramm. So, wir sind bei 29,8. 31. 9,7. Das kommt so relativ schwer in die Spitze. 33. Sehr schön. Wenn man das Zeug ins Sonnenlicht stellt, müsste auch die Farbe weg. So. Der Deckel ist scheiße.
Kann man wegwerfen. Sehr schön. So. Dann geht das hier weiter. Es riecht auch schön nach Zitronenkamille. So. Ups, das war falsch. Da muss hier noch was rein. So, 30,81. So. Die funktioniert. Die funktioniert. Die funktioniert auch. Ja, ich werde weiter abfüllen.